Genau, jetzt kommt das Deutschlandlied, das hat er nämlich 1976 gesungen und zwar verbotenerweise in allen drei Strophen, wonach es natürlich auch einen Aufschrei gab. Damals übrigens im Staatsauftrag, also der Hans Filbinger war damals Ministerpräsident von Baden-Württemberg und der hat das in Auftrag gegeben für die baden-württembergischen Schulen, das einzusingen und es wurde dann aber auf Betreiben der SPD sofort wieder runter aus der Öffentlichkeit gezogen. Von der Maas bis an ja, also das ist natürlich das Verbotenste, was man tun kann in diesem Land. Zumindest nicht juristisch verboten, aber natürlich vollkommen verpönt und in der Öffentlichkeit politisch verboten. Da hast du vollkommen recht. Genau, das meinte ich, politisch verboten. Und natürlich jeder, der das auch nur anhört aus Versehen, verfällt eben den Nationalsozialismus, denkt man so. Ja. Dabei auch völliger Quatsch, 1841, das Lied ist so alt, trägt so viel in sich, hat mit den Nazis überhaupt nichts zu tun. Aber es wird irgendwie, du hast vorhin gesagt, alles in einen Topf geschmissen, drauf mit der Nazi-Keule, egal wie lächerlich man sich macht damit. Genau.